Willkommen in Le Castellet. Von der anderen Seite des Atlantik kehren wir für den großen Preis von Frankreich 2019 zurück. Der Circuit Paul Ricard, Hausstrecke von Rennlegenden wie Alain Prost, wurde letztes Jahr nach 3 Jahrzehnten wieder in den Formel-1-Kalender aufgenommen und sorgte direkt in Runde 1 für ein spannendes Duell zwischen Valtteri Bottas und Sebastian Vettel und letztendlich für einen eindrucksvollen Sieg von Lewis Hamilton. Was erwartet uns wohl in diesem Jahr? Eine Runde auf Paul Ricard zu meistern bedeutet, dass man über eine Gesamtstrecke von 5,8 Kilometer fährt und 15 Kurven kennenlernen muss. 6 nach links und 9 nach rechts. Die beiden Hälften der langen Mistralgeraden werden von einer harten Bremszone unterbrochen, die in einem möglichen Überholpunkt bei der Chicane Nord, also der nördlichen Chikane, mündet. Man muss jederzeit auf Fahrer achten, die über die charakteristischen farbigen Streifen fahren, die wenig Haftung besitzen und deren Oberfläche sehr rau ist. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und Max Verstappen steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Vettel, Perez, Antonio Giovinazzi und Leclerc, Sainz Junior, Weber, Bottas und Kevin Magnussen. Gasly, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Butler, Daniel Ricciardo und Norris, Hamilton, Raikkonen, Nico Hülkenberg und George Russell. Stroll und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Jo, beide Mercedes mit Strafen, das ist gut. Das ist nicht schlecht. Naja, schauen wir mal. Im Rennen kann viel passieren. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Ja, dann auf. So, die Boxen. Mit 7 und 12, okay. Schauen wir mal. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Hoffen wir mal, dass wir hier wieder mit einem guten Teamergebnis holen. Das 1 und 2 wäre natürlich ein Träumchen, aber mal schauen. Start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Vielleicht im Jahr für rechts rüber direkt. Das wäre natürlich gut. Genau das, was ich wollte, ist so viel zum Thema ist geschafft.
Der hat die Kollege vorne, aber wir stehen den nochmal in das Feld. Scheiße. Da müssen wir uns jetzt irgendwie durchkämpfen. Schön verloren, der ganze Stadt. Ja, weil der McLaren nämlich doch dazwischen, der es ja letztendlich abgeschossen hat. So. Das erste Auto haben wir schon mal. So, jetzt wird's auch mit ein bisschen. So, die nächsten zwei Jungs kassiert. Wir müssen da jetzt richtig reinkämpfen, dieses Rennen. Jetzt wird es zumindest ein bisschen einfacher. Den Williams, den kassiere ich mir hier ohne Probleme jetzt gleich. Wie eigentlich auf der Toro Rosso auf der Geraden kassieren sollte. Ja. Genau, das meine ich. Scheiße, das war ein bisschen zu viel. Ach mein Gott, bremst doch alle noch ein bisschen früher. Meine Fresse, Alter. Noch früher bremsen geht nicht, ne? Zieh die genau in die Spur und bremst mich weg. So, schon vorbei an Hamilton. So, schon auf 13. Ja, nicht ganz. Oh, der will aber auch noch mal dazwischen.
Hat er gut gemacht, muss ich sagen. So, vorbei an Neuss und damit auf 12. Also schon wieder durchs Feld gekämpft. P11. Ja, aber Glück haben wir Zweiter damit. Weil der Vettel ist schon weg da vorne. Na gut, wir haben einen Vorteil noch. Wir haben noch die schnelleren Reifen drauf. Am Ende. Mit dem können wir es wie in Kanada vielleicht sogar noch schaffen. Noch ist es halt, nochmal ist es halt. Erster Ausfall. Butler. Ich versuche mich jetzt wieder ein bisschen ranzukämpfen. Oh, diese McLaren, ne? Schießen mich weg, wenn sie mich irgendwo sehen, kurz. Der hat mich sowieso auf dem Kieker. So, ich meine, den Magnus weg. Ja, das heißt, du hast mich eben schon abgeschossen. Okay, Norris raus. Beziehungsweise nicht raus, sondern Probleme. These tires to be for a while yet.
yet. Just be careful with them in the high-speed corners. Ja, das passt aber momentan. So, Vettel in der Box. Das war eigentlich nur ein bisschen ausgezogen. Ich soll sich vorbeikam, Cam. Sebastian's in for his stop. Box, box. We're coming in this lap. So, mal ein bisschen ransaugen jetzt wieder. Gleich lange kassieren am Ende. Hab ihn. Umso mehr alles sich auf der Strecke schlagen, umso besser ist es. Eine Runde fahren wir noch mal nach. Dann haben wir Vorteil, dass wir mit den frischen Reifen nochmal vielleicht so die kassieren, vielleicht wenn die in der Box sind. So, jetzt haben wir einen Vorteil, jetzt können wir nämlich das Rennen mit der Führung angehen. Magnussen ist in the pits. Haben wir eine neue Bestzeit? Jetzt vielleicht die Chance. Die Führung werden wir nicht gehen, aber ein zweiter vielleicht sogar noch. Vielleicht kommen wir genau dazwischen. Auf P2, vor dieser ganzen Gruppe da. So, jetzt ein bisschen Glück haben. Zumindest auf 2 würde ich rauskommen gerne. Release. Oh, Alter. Ja, super, genau davor rausgekommen. Genau an allen dahinter rausgekommen. Auf 7. Hm. Of fuel remaining.
minutes work, that brings you up the place. Ich muss da vorbei, klar, weil ich schneller bin. So, jetzt bin ich an der ganzen Gruppe da vorbei. Jetzt heißt es da vorne, wir versuchen den Vettel einzukassieren noch. Machbar ist es tatsächlich, die Zeit ist, der Abstand ist gering. Wird es ein Abstand da vorne? Fahrer vor mir. Kurz Zeitschriften wieder keine haben, das ist mir klar. Den Abstand hätte ich gerne nach vorne. 2,2, danke. So, Monaco reloaded. Nur diesmal mit mehr Platz. Ja, den kassieren wir uns. Wenn ich diese Runde dann die nächste. Haben wir endlich in Führung. Leichter Regen in 10 bis 15 Minuten, aber das Rennen ist dann vorher schon zu Ende. Sind jetzt noch zwei Runden. So.
This is your final lap of the race. Bestzeit Sektor 1, vielleicht sogar nochmal in der schnellsten Runde da drin zu wenden. Okay, haben wir nochmal Glück verloren. Die letzte vorletzte Kurve. So, einmal diese Rechtskurve, dann haben wir es. Doch nochmal Restzeit. Fantastic. You've won the Grand Prix. Renault hat hier und heute eine grandiose Leistung hingelegt und sich ganz oben aufs Treppchen manövriert. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen können? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Die Sieger begeben sich nun auf das Podest und das Team von Renault hat erneut gezeigt, was man für ein erfolgreiches Formel-1-Team benötigt. Ein wohlverdienter Sieg für das Team. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist es Lewis Hamilton. Okay. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Die Führung von Renault an der Tabellenspitze wird immer größer. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Na, vorne sind wir weg. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? So, genau das. Devin hat das heutige Rennen nicht beendet. Wird er sich davon wieder erholen können? Das war heute ein gewaltiges Kräftemessen zwischen Ihnen. Wie glauben Sie, wird die Sache enden? Danke für den Kommentar. So. Super. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so.
Das Team hat den Vertragsbedingungen zugestimmt. Alles, was jetzt noch fehlt, ist die Unterschrift. Damit der Vertrag ab dem nächsten Rennen am Wochenende in Kraft treten. Was hältst du hiervon? So, bauen wir unser Auto noch ein bisschen noch weiter auf. Na gut, dann haben wir das schon noch durch. Okay. Gut, dann sind wir durch. Das nächste Rennen. Österreich. Schauen wir mal, was da genauso erfolgreich bestreiten dürfen können.